In der letzten Episode segelten wir von Vorwey in die Rade de Prest, wo wir mehrere Tage verbrachten. Letzte Arbeiten wurden erledigt, Vorbereitungen getroffen und dann ging es los. Wir überqueren die Biskaya. Ja, ja, du zitterst. Du musst ruhiger werden, du musst absolut ruhiger werden. Das geht ja gar nicht. Also ich bin voll ein bisschen nervös. Ich meine, über die Biskaya fahren und so. Vorhersage ist, kein Wind bis ein bisschen Wind. Welle 0,5 bis 1,5 Meter. Das stimmt überhaupt nicht. Also, die Welle ist 1,5 Meter, mindestens so. Und das die ganze Zeit. Und wir haben eigentlich ideale Windbedingungen. Also bis morgen werden wir wahrscheinlich Motoren, wir werden es sehen. Also kein Wind. Und dann wird es aber ideal. So 2 bis 3 und am Ende 3 bis 4 Beaufort aus Nord-Nordost. Also wir werden so richtig schön von hinten über die Biskaya geschoben. Wahrscheinlich können wir dann auch mit dem Parasail fahren und so. Aber das sind ja alles Theorien, wie es dann praktisch läuft. Kein Wind. Werdet ihr sehen. Wir werden es auch sehen. Auf jeden Fall haben wir immer noch 96% Luftfeuchtigkeit und 22 Grad draußen. Deswegen hocke ich hier so rum. Ich habe gedacht, feucht. Aber der Nebel kalt. Hat sich verzogen. Ja, der Nebel ist also langsam dabei, also sich aufzulösen. Jetzt geht's los. Auf. Mit etwas Restnebel ging es unter Motor durch die Rade de Prest hinaus auf die Biskaya. Und tatsächlich am ersten Tag fast ausschließlich unter Motor. Die Biskaya, die große Bucht vor der französischen Westküste und der spanischen Nordküste, ist für schwere Verhältnisse für Stürme und Wellen berüchtigt. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Eine Ursache ist der Kontinentalschelf, an dem die Wassertiefe schlagartig von mehreren tausend Metern auf 200 Meter oder weniger abnimmt. Lange Atlantikwellen werden abgebremst und können sich enorm aufsteilen. Wir beobachten im Vorfeld sehr genau die Entwicklung des Wetters. Durchziehende Tiefdruckgebiete wollten wir tunlichst vermeiden. Im August war es für uns noch relativ einfach, ein günstiges Wetterfenster zu finden. Ab Mitte September muss vermehrt mit Herbststürmen in der Biskaya gerechnet werden. Am zweiten Tag mussten wir leider auch noch relativ viel Motoren. Erst am Abend konnten wir Segel setzen. Zwischendurch bekamen wir immer mal wieder Besuch. Hi Nora, na, dein Resümé. Langsam kommt der zweite Abend auf dem Wasser. Und endlich können wir segeln. Aber es ist echt wie vorhergesagt. Wir haben eigentlich, als wir die Wetterprognosen gelesen und studiert haben, gesagt, dass wir wahrscheinlich bis Dienstagabend unter Motor fahren müssen. Und es ist leider echt so gekommen, dass wir bis Dienstagabend unter Motor fahren mussten. Oder zum Glück kann man sagen, jetzt geht's nämlich los und wir können segeln. Ah, endlich. Kein Geratter vom Autopiloten, keine Brumme vom Motor. Nee, die Windsteueranlage ist jetzt auch auf das Segel gut eingestellt. Super. Naja. Ab dem dritten Tag segelten wir weitestgehend unter der Genua bei 15 bis 20 Knoten Wind. Und dann, urplötzlich, tauchten sie auf. Wale, nur wenige Meter neben Anixi.
weiß es auch nicht. Weiter runter. Da hat er Ohrfeige. Wie sieht deine Hunde aus? Ich auch nicht. Wir haben eben direkt neben uns einen riesengroßen Wal gehabt. Und das ist kein Quatsch. Und da gibt es auch ein kleines Video. Ich hoffe, dass das was geworden ist. Und auf der einen Seite, Nora hat zuerst gesehen, sie dachte, war direkt daneben, das war vielleicht 5-6 Meter Abstand von der Jagd. Auf der anderen Seite, wo ich ihn dann gesehen habe, das waren 10 Meter, mehr waren das nicht eine Schiffslänge. Und schön, ganz langsam rauf, hat sich ein bisschen gezeigt, wieder runter. Tja, die Nora kann jetzt natürlich hier sich gar nicht mehr vom Wasser lassen. Sie schaut immer noch, ob sie nicht doch noch einen Wal sieht. Ja, im Gegensatz zum Haku habe ich halt Emotionen. Also ich meine, wenn 5 Meter neben dem Schiff ein riesiger Wal auftaucht und man hört ihn ausschnaufen und er kommt da so langsam hoch, das ist so unbeschreiblich. Ich kann schon wieder heulen. Es ist so unbeschreiblich schön. Und dann rufe ich dann Haku und der reagiert fast überhaupt nicht. Unglaublich. Am dritten Tag sind wir nun auf See. Biskaya, immer noch freundlich. Also was wir davon gehört haben, uns sagen, nein, uns ist sie freundlich gesonnen, auch wenn die Wellen so durch die Gegend kabbeln. In ungefähr 5 Stunden fahren wir wieder über die Kante. Ja, weil jetzt haben wir ca. 4800 Meter unter uns nichts, außer ab und zu mal ein Wal. Und dann geht es im Prinzip abrupt auf 150 Meter. 500 und dann haben wir 150, Meter. Genau. Ja. Ja. Aber wir hoffen, dass wir davon nicht so viel mitkriegen, da heute die Wellen im Prinzip nicht so hoch sind. Ja. Ja, so ist das. In dieser Nacht waren wir bereits wieder küstennah unterwegs und prompt legte sich eine ganze Flottille an Fischern in unseren Weg. Haku war recht genervt, da ich ihn deswegen wecken musste, denn trotz AIS war es mir ein wenig unheimlich, zwischen ihnen hindurch zu segeln. Tag 4 begann mit einem weiteren Highlight. Mehr als eine Stunde wurden wir von einer riesigen Delfinschule begleitet. Es war eine Schule sogenannter gemeiner Delfine, dessen Merkmale der schwarze oder braune Rücken und der weißliche Bauch sind. Diese Delfine sind zwischen 1,70 Meter und 2,40 Meter lang und sind Bewohner des offenen Meeres, das heißt, sie kommen selten in die Nähe von Küsten. Zusammenhängende Populationen leben im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und im Nordatlantik bzw. Nordostatlantik. Es ist der häufigste Delfin in der Umgebung des europäischen Kontinents. Auch diese Delfine lieben es, sich vom Bug des Schiffes durch die Wellen schieben zu lassen.
Es ist einfach nur faszinierend, sie zu sehen und vor allem auch zu hören. Hört gleich genau hin, trotz des Motorengeräuschs sind ihre Töne zu hören. Ist heute Donnerstag oder Freitag? Donnerstagmorgen. Der vierte Tag auf See. Nachdem wir heute Nacht oder heute ganz in der Früh leider noch mal 2-3 Stunden Motoren mussten, haben wir jetzt wieder die Genua gesetzt und segeln wieder mit ungefähr 4,5 Knoten über Grund. Und ja, wir segeln halt sehr, sehr vorwindlich. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Und idealerweise baut man dann die Genua aus. Aber das haben wir noch nie gemacht. Das müssen wir noch lernen. Und deswegen ist das Segel halt nicht ganz optimal gesetzt. Ich denke, wir könnten da eigentlich noch ein bisschen mehr rausholen. Oder wir hätten natürlich auch den Parasailer fahren können, aber da Windzunahme gemeldet ist, haben wir eher uns für die Genua entschieden. So, mit 5 Knoten, nee, über 5 Knoten düsen wir in unsere vierte Nacht auf See. Jetzt schon ufernah an der spanischen Küste entlang. Ja. Wir kommen morgen viel zu früh in Bayona an. Spanien, August! Und wir haben die Heizung angemacht. Ja, die Heizung, die war uns schon ziemlich oft zu Nütze. Vor allem auch wegen der Feuchtigkeit. Ja, und es ist kühl, also der Wind ist echt kalt. Die Sonne scheint zwar, aber es ist. Mütze, Jacke. Genau. Vorhin habe ich zu Hago gesagt, er findet immer irgendwas Schlechtes. Ich finde nur tolle Sachen. Also, wir haben einen Wal gesehen. Wir haben Delfine gesehen. Ohne Ende. Und vor allen Dingen eine riesen Delfingruppe, die um uns herum gesprungen ist. Ja, über eine Stunde lang. Ey, Wahnsinn. Ja. Über eine Stunde lang. Wenn nicht sogar länger. Und ja, klar, wir haben auch viel Motoren müssen, aber nichtsdestotrotz konnten wir auch viel segeln und das bei guten Bedingungen. Nicht allzu hohe Welle, kam meinem Magen zugute. Mann, also die Biscaya bis jetzt, wie gesagt, wird jetzt ja fast am Ziel. Morgen Mittag werden wir am Ziel sein. La Coruña hätten wir schon erreicht, da sind wir schon dran vorbei, wir fahren noch weiter runter. Von daher. So. Das Einzige, was ich als negativ bemerken muss, unser zweiter Autopilot ist kaputt. So. Ja, und das ist ein Handsteuern nachts unter Motor, muss man halt von Hand steuern. Das ist dann schon sehr mühselig. Es gibt keine Überfahrt ohne Ausfälle. Also, merkwürdigerweise, heute ist noch nichts kaputt gegangen, aber der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Bis jetzt ist nur der Autopilot kaputt gegangen. Die Rolle, die sich gelöst hat? Ja, die ist nicht kaputt, die hat sich gelöst, ja. Gut, okay. Mein Gott, hast du rechtzeitig gemerkt, und das ist gut. Ja, gut. Ja. Das ist immer wieder unheimlich, wenn ich auf dem Tiefenmesser gucke, dann haben wir mal plötzlich 4 Meter, plötzlich 14 Meter. Dann war wieder nichts, dann blinkt er, plötzlich wieder 10 Meter, irgendwas, dann immer unterm Schiff. Ja, wenn es dann länger ist, die Tiefen ist dann länger, die Zeitanzeige und dann auch mit den Höhen variiert und sowas. Und dann plötzlich ist dann alles wieder wunderbar. Wie gesagt, wenn der Wal, der da neben uns geschwommen ist, das war schon ein mächtig großes Fischlein. Ach nein, ist ja kein Fisch, ist ein Wal. Okay. Ja, wie sieht so ein Tag auf See eigentlich aus? Also bei uns zumindest. Wir haben uns jetzt ganz gut darauf eingependelt, dass
fangen wir mit dem Abend an. Dass nach dem Abendessen, ungefähr um 8, halb 9, ich zunächst ins Bett gehe, bis so um 12, um 1 schlafe, je nachdem, und dann Hakko ablöse mit der Wache. Hakko schläft dann bis 3 oder 4, auch je nachdem, das hat sich noch nicht so ganz, also wie es halt gerade Laune passt, wie du isst. Und dann löst er mich wieder ab, ich schlafe bis zu 8 morgens, dann wecke ich Hakko, dann haben wir jetzt bis jetzt meistens die Zeit irgendwie ein Segel angepasst, Segel gesetzt oder wie auch immer, und dann ist Hakko nochmal ins Bettchen verschwunden, bis so ja, um 10:30 ungefähr, um 11. Und dann haben wir uns gemütlich einen Kaffee gekocht. Am ersten Tag habe ich auch noch eine Atlantikdusche gegönnt, da war relativ wenig Wind und es war noch recht warm. Da habe ich mir noch getraut. Und was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, unser Alltag ist geprägt von diesen Teilen, die jetzt gerade so diese automatischen Alarmgeber wurden mal in einem Artikel von blauwasser.de empfohlen und die sind echt praktisch. Also wir haben es jetzt so eingestellt, dass alle 15 Minuten ein Vibrationsalarm losgeht und derjenige, der den gerade anhat, auch tagsüber, der macht dann einfach kurz einen Rundumblick. Denn wenn man einfach so auf Deck hängt und irgendwie so die Sonne genießt und sich so schaukeln lässt, in die Wellen hinausschaut oder vielleicht was liest, dann vergisst man doch ganz schnell einfach mal einen kurzen Rundumblick zu machen. Und dafür sind die Teile echt praktisch. Ansonsten genießen wir es einfach nur und lassen uns eigentlich so dahintragen. Und was gibt's heute zum Abendessen? Würstchen! Wie gestern Abend auch schon. Mit Salat. Brutzelt schon. Riecht schon voll lecker. Ja, dauert aber noch ein bisschen. An diesem Abend haben wir erneut Wale gesehen. In der Morgendämmerung am 24. August segelten wir entlang der Isla Sies nach Bayona. 4 Tage, 4 Nächte auf See liegen hinter uns, als wir den Anker vor Bayona fallen lassen. 469 Meilen in 94 Stunden, wobei wir leider fast die Hälfte der Strecke motoren mussten. Glücklich laufen wir in Spanien, in Galicien ein und freuen uns darauf, Bayona und Umgebung zu erkunden. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir Bayona, Vigo und die Isla Sies erkunden und wenn unsere Reise entlang der portugiesischen Küste weiter gen Süden führt. Bis bald!